Hallo liebe Fettinauten, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eure eigene leichtgewichtige Cloud bei euch zu Hause einrichten könnt. Ich habe kürzlich von einem Kollegen einen Raspberry Pi in der Version 3B Plus erhalten. Das ist schon ein etwas älteres Modell und damit kann man gar nicht mehr so viel machen. Für Nextcloud oder OwnCloud ist der viel zu schwach. Ich habe also eine Lösung gesucht, die ich auch auf dieser alten Hardware noch nutzen kann. Und zum Glück gibt es heute schon Micro-SD-Karten, ganz günstig und die sind dann auch noch riesig groß. Ich habe zum Beispiel eine 128 GB Karte bei mir im Elektronikfachhandel für nur 99 bekommen. Also so günstig und dann auch noch schnell. Legt wirklich viel Wert auf eine gute Micro-SD-Karte, denn damit steht und fällt euer Projekt. Die Geschwindigkeit macht ganz, ganz, ganz viel aus. Wir fangen an. Wir benötigen einmal einen Raspberry Pi natürlich, eine MicroSD-Karte, die du dann bei dir beschreiben kannst auf dem Computer. Ich nutze dafür den Raspberry Pi OS Imager. Den findest du auf raspberrypi.com/software und klickst dann auf Download for Ubuntu. Sobald du den heruntergeladen hast, kannst du den dann auch ganz schnell installieren und zwar am besten im Terminal mit sudo dpkg-i und dann den Pfad zum Pfeil und dann musst du nur noch dein Passwort eingeben und schwupps ist der Imager dann auch schon auf deinem System drauf. Du findest die Applikation dann im Bereich Zubehör und kannst sie dann einfach hier öffnen. Als erstes wählst du hier dein Modell. Ich habe jetzt hier wie gesagt einen Raspberry Pi 3. Ich wähle den hier also aus und kann dann hier das entsprechende Betriebssystem wählen. Hier musst du jetzt ein bisschen vorsichtig sein, denn wir wollen natürlich die leichtgewichtige Version nicht mit Desktop, das brauchen wir alles nicht. Wir greifen dann einfach mit SSH darauf zu. Also wähle ich hier Raspberry Pi OS Other und wähle dann Raspberry Pi OS Lite in der 64-Bit-Version. Dann kannst du hier dann deine SD-Karte wählen und auf Weiter klicken. Hier kannst du jetzt noch, und das ist sehr wichtig, hier kannst du noch einige Anpassungen vornehmen. Zum einen solltest du einen Hostnamen festlegen. Meine heißt jetzt hier Raspberry Pi und unbedingt einen Benutzernamen festlegen. Ich habe jetzt hier einen Benutzernamen Pi und ein entsprechendes Passwort eingerichtet. Danach kannst du hier im Reiter Dienste auch noch SSH aktivieren und den Punkt Passwort zur Authentifizierung verwenden anschalten. Dann kannst du nachher diese SD-Karte, nachdem du sie geschrieben hast, also ich möchte jetzt diese Einstellung anwenden und dann kannst du es wirklich schreiben, das habe ich jetzt hier bei mir halt schon vorbereitet, das kannst du dann machen und dann kannst du die SD-Karte einfach bei dir in den Raspberry Pi einstecken und davon starten. Wichtig ist, dass dein Raspberry Pi mit deinem Router mit LAN-Kabel verbunden ist und dann solltest du gleich auch schon über den Hostnamen, den du hier angegeben hast, per SSH mit dem Benutzer zugreifen können. Das probieren wir jetzt mal. Meiner heißt jetzt hier Raspberry Pi und der User heißt Pi. Hier habe ich jetzt ein Passwort vergeben und mit diesem Passwort kann ich mich auch schon an dem Raspberry Pi anmelden. Ich erlange jetzt erstmal mit sudo bash root-Rechte und führe dann die weiteren Aktionen als Root-Benutzer durch. Als erstes schaue ich mir mal an, welche IP-Adresse ich hier überhaupt habe. Sehe ich hier, ich habe 192.168.1.76. Die müssen wir uns notieren, denn die geben wir nachher im Router frei, damit wir auch aus dem Internet auf unsere eigene Cloud zugreifen können. Sonst geht das ja nicht. Ich habe also hier eine IP-Adresse und den Raspberry Pi, auf dem ich mich anmelden kann. Wir möchten jetzt diese Software, nämlich die Software installieren. Und dazu habe ich euch hier schon mal so ein Cheat-Sheet für den File-Browser vorbereitet. Und dort findet ihr alle wichtigen Informationen. Ich packe euch das natürlich auch noch bei uns in unsere Telegram-Community. Also kommt unbedingt in unsere Telegram-Community und dann findet ihr das dort auch zum Nachlesen. Ansonsten könnt ihr hier auch auf dem Punkt filebrowser.org/installation und dann hier Linux auswählen und dort findet ihr auch dieses Download-Skript. Ich habe das hier nochmal verlinkt. Wir kopieren uns das einfach und führen das jetzt auf dem Raspberry Pi mit Root-Rechten aus. Das macht gar nicht so viel. Es schaut, was für ein System wir hier haben. Wir haben hier ein ARM64-System und entpackt dann dieses Binary, den File-Browser ist nur ein einzelnes Single-Binary, in das Verzeichnis User-Local-Bin. Da können wir mal reingucken, ls-al User-Local-Bin und da ist unser File-Browser auch schon drin. File-Browser braucht natürlich auch eine Konfiguration und ein Verzeichnis, denn wir möchten ja ein bestimmtes Verzeichnis im Internet anbieten.
Dazu habe ich mich entschieden, unter dem Verzeichnis WAR www, denn es ist eine Webapplikation, File-Browser, meine Daten abzulegen. Ich gebe hier also den Befehl mkdir-p/war/www/filebrowser an und lege damit mein Datenverzeichnis schon mal auf dem Dateisystem an. Danach erstellen wir eine Konfiguration und wir entscheiden uns hier in dem Fall für den Konfigurationsdateinamen etc-filebrowser.json, denn die Konfiguration liegt im JSON-Format vor. Ich paste das hier einfach rein und habe sie hier jetzt schon mal für euch vorbereitet. Hier könnt ihr jetzt einerseits meinen Port angeben. Ich habe mich für den Port 8080 entschieden und hier ist ganz wichtig, hier müsst ihr auch die IP-Adresse nochmal eintragen. Ich habe jetzt hier 192.168.1.76. Hier könnt ihr noch einen Log definieren oder eine Logdatei, eine Datenbank und das ist auch wichtig, eben diesen Pfad zu dem Verzeichnis, was wir vorhin angelegt haben. Hier am Ende kommt jetzt dieses Komma weg. Die letzte Zeile darf nicht mit Komma abschließen und alle anderen müssen aber mit Komma abschließen. Das ist noch ganz wichtig. Ctrl-O, Ctrl-X. Und damit ist die Konfiguration schon mal fertig, zumindest die Basiskonfiguration. Ich kann das Ganze jetzt mal starten. Filebrowser-C, Angabe der Config-Datei, /etc/filebrowser.json. Und jetzt sagt er mir hier schon, ah ja, ich habe eine Datenbank und ich kann mich jetzt hier an der IP-Adresse hier auch schon anmelden. Das probieren wir jetzt gerade mal. Und hier bin ich schon drin. Standardmäßig ist der Benutzername Admin und das Passwort Admin. Du solltest danach in den Einstellungen als erstes mal hier ein neues Passwort festlegen. Das ist ganz wichtig, damit das Ganze auch sicher ist. Also wir haben jetzt hier diesen Service ja nur über unsere IP hier im lokalen Netzwerk 162.80.1.76 und den Port 8080, das seht ihr hier, Doppelpunkt 8080, freigegeben. Aus dem Internet kommt da noch keiner drauf. Ich müsste jetzt also im Router erst noch einige Ports freigeben. Dazu kann ich hier bei mir im Router in dem Bereich NAT, ich muss mich da jetzt eben anmelden, kann ich dann entsprechende Portweiterleitungen einrichten. Das sieht bei dir vielleicht ein bisschen anders aus, aber es ist immer ungefähr gleich. Ich habe jetzt hier eine Regel für HTTP, Port 80, auf Port 80, auf die IP-Adresse 76. HTTPS, Port 443, auf Port 443, auch auf die IP-Adresse 76 und die File-Browser Ports 8080 auf den Port 8080 und auf die IP-Adresse 176. Also damit sind wir jetzt schon mal gut dabei. Jetzt habe ich hier natürlich bei mir noch einen dynamischen DNS-Namen, also dünn-DNS eingerichtet, damit ich auch über einen Namen auf meinen Service zugreifen kann, sonst weiß ich ja gar nicht, wie ich darauf zugreifen kann. Ich habe jetzt da freedns-afraid.org gewählt. Schau bei dir im Router, was der für dünn-DNS-Anbieter integriert hat und wähle da einfach einen von aus. Ich kann jetzt also auf tuxwiss.mu.com Port 8080, muss hier aber natürlich HTTP wählen, weil HTTPS haben wir hier im Moment noch nicht aktiv. Ich bin hier schon angemeldet. Also das hat super funktioniert. Wir wollen das Ganze jetzt aber natürlich noch absichern über Zertifikate, damit wir nachher auch HTTPS nutzen können. Und dazu verwenden wir den Zerg-Bot, den kannst du einfach installieren. Ich beende den Dienst mal hier. Sudo apt-install Zerg-Bot. Und dann kannst du damit nachher die Zertifikate hier beziehen. Ich habe den jetzt im Hintergrund vorab schon mal installiert gehabt. Das Zertifikat lässt sich ganz einfach beziehen über den Befehl, also hier, den habe ich euch auch hier rausgeschrieben, sudo brauchen wir jetzt nicht, ich bin schon gut, zertbot, zert only, ich will nur ein Zertifikat, minus minus standalone, minus d, tuxwiss.mu.com. Den musst du natürlich auf deinen dünn-DNS-Namen anpassen. Ich sage jetzt mal hier Enter. Jetzt versucht er im Hintergrund bereits das Zertifikat zu beziehen. Dazu muss Port 80 auf jeden Fall offen sein und am besten auch Port 443. Und er hat mir jetzt hier so ein Zertifikat schon mal abgelegt, hier unter diesem Pfad, das müsst ihr euch notieren, und den Key hier auch. Diesen Pfad brauchen wir auch. Also wir brauchen das Zertifikat und meinen Private Key. Und dann kann ich die Konfigurationsdatei entsprechend anpassen. Ich habe euch das auch hier schon mal vorbereitet. Also Nano, etc, Filebrowser, JSON. Hier muss ich jetzt natürlich wieder mit einem Komma abschließen und kann das jetzt hier mal reinpasten und da gebe ich dann mit Zert meinen Pfad zum Zertifikat an und mit Key den Private Key. Ich sage Ctrl-O und Ctrl-X. Damit ist das Ganze schon eigentlich fertig und SSL aktiviert. Jetzt muss ich natürlich noch den Zertbot Timer aktivieren, System CTL.
enable certbot.timer. Und mit dem certbot.timer wird dann das Zertifikat auch regelmäßig automatisch im Hintergrund renewed. Ihr braucht euch wirklich um nichts mehr kümmern. Das Ganze läuft vollautomatisch. Jetzt starten wir den File-Browser nochmal neu. So. Er lauscht jetzt immer noch auf Port 8080, das sollen wir auch so lassen. Ich kann jetzt aber hier meine dynamische URL mit HTTPS davor aufrufen. Und das Ganze ist verschlüsselt, super, wir sind also sicher. Ich kann mich hier wieder anmelden mit meinem Passwort, was ich zuvor vergeben habe. Deswegen ist es wichtig, setzt vorher das Passwort. Der File-Browser kann natürlich nicht nur Dateien hier und Ordner hochladen, sondern auch teilen. Ihr könnt damit ganz einfach mit Freunden oder Familie Daten teilen. Klickt einfach auf die Datei oder den Ordner, klickt auf Share und dann habt ihr schon den Link im Copy and Paste Buffer und diesen Link könnt ihr einfach weitergeben und dann kann euer Freund oder eure Familie hier diese Datei direkt auch herunterladen. Also es ist wirklich ganz einfach gestaltet, da haben wir sie schon. Jetzt möchten wir natürlich noch abschließend, dass dieser Service, der File-Browser, auch beim Systemstart automatisch mitgestartet wird und dazu editieren wir hier folgende Datei. Ich gehe nochmal auf meinen Raspberry Pi drauf, das beende ich jetzt nochmal. Nano etc systemd system filebrowser.service. Das ist eine systemd service Definition und hier kopiere ich mir mal diesen Abschnitt hier rein. Damit beschreibe ich die Unit, also File Description File Browser. Er will after network target, das heißt, es muss erst Netzwerk vorhanden sein, sonst bringt es nichts. Und dann exit start, das ist der gleiche Befehl, den wir vorhin auf der Kommandozeile ausgeführt haben, mit der Config-Datei etc/filebrowser.json. Sage ich hier wieder Ctrl-O, Ctrl-X und jetzt kann ich das Ganze natürlich auch noch starten. Systemctl enable --now. Enable aktiviert es beim Systemstart und der Parameter --now startet ihn noch gleich. Das macht er jetzt hier im Hintergrund. Jetzt kann ich nochmal gucken. Systemctl status. File-Browser und da läuft das schon, Listening auf meine IP-Adresse ist also aktiv. Und jetzt kann ich nochmal versuchen, ob der Ganze jetzt auch wirklich läuft, der File-Browser. Ja, ich kann immer noch darauf zugreifen und habe damit eigentlich eine super einfache Cloud-Lösung, die braucht wirklich ganz wenig Ressourcen. Ich kann User anlegen, ich kann Dateien hochladen und teilen und so weiter und so fort. Und ich brauche keinen eigenen Client, wie das zum Beispiel bei Nextcloud oder OwnCloud der Fall ist. Es ist natürlich keine Sync-Lösung, sondern wirklich nur ein Backup und Teilen, was ihr damit machen könnt, aber damit seid ihr schon mal auf jeden Fall ganz, ganz schön weit. Und ihr habt euren alten Raspberry Pi wirklich noch sinnvoll genutzt für solche eine Lösung. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Nachbauen. Falls ihr Fragen habt, schreibt mir in den Kommentaren oder tretet auch unserer Telegram-Community bei, denn da helfen wir euch auf jeden Fall weiter, wenn ihr an irgendeiner Stelle nicht weiterkommen solltet. Viel Spaß und bis bald. Tschüss!